Jojo Mari hier und willkommen zum 9. Spieltag der PFDL gegen die Spec Swallow oder nee, Rising Swallows, geleitet von Spec Swallow, schwierig. Und ja, ich warte halt jetzt noch auf seine Anfrage. Er hat mich nämlich nach meinem Showdown-Namen gefragt. Das heißt, ich darf jetzt warten, aber das ist vollkommen okay. Also kann ich euch nochmal kurz erzählen, wie heute mein Tag oder mein Abend aussah. Denn der ganze Abend bestand aus insgesamt drei Kämpfen. Dazu musste ich halt nochmal ein komplettes neues Team bauen. Also das war echt nicht schön und sehr, sehr stressig für mich. Aber ich habe es geschafft. Jetzt kommt der letzte Kampf. Danach kann ich alles fertig schneiden, hochladen, Thumbnails machen. Und vielleicht gehe ich dann auch nochmal kurz für eine Stunde raus, spiele Pokémon Go, wenn ich das schaffe. Und dann bin ich sehr, sehr glücklich, weil dann habe ich das endlich geschafft für heute. Und ja, ich würde jetzt sagen, ab jetzt setze ich einen kleinen Cut, bis der Kampf losgeht. So, der Kampf geht jetzt noch nicht los, aber er ist jetzt so gesehen bereit zu kämpfen. Deswegen, genau. Wollte ich jetzt schon mal anfangen, dass ihr meine erste Live-Reaktion auf sein Team betrachtet. Dass ich jetzt auch schon wieder... Ich weiß, er hat Katagami im Chor. Das weiß ich. Aber sonst weiß ich gerade, um echt zu sein, jetzt nichts wirklich aus dem Kopf. Und, das ist doof. Kannst du... Denn eigentlich normalerweise, wenn die Leute es noch nicht beachtet haben, ich spiele hier immer im Anything Goes und nicht im OU. Deswegen hoffe ich... Achso, ja, wait, okay. Ja. Denn meine Teams werden, oder die Teams werden immer auf Anything Goes gebaut, weil da halt, wie der Name schon sagt, Anything Goes, alles ist möglich. Und da geht's dann auch schon direkt. Und wo haben wir ihn? Die Rising Swallows, das Team. Müsste richtig sein. So. Und ich akzeptiere. Und was ist denn jetzt schon wieder los? Teambilder. Rising Swallows, dann Existence. Okay, dann machen wir die Statik weg. Komm, egal. Egal. So. Rising Swallows. Und dann erneut. Okay, sein Team besteht aus Katagami, Flogas, Latias, Donphan, Elevoltec und Mega Bibor. Und sein Team sieht, wie erwartet, sehr, sehr gefährlich aus. Aber es ist okay. Es ist vollkommen okay. Ich würde sagen, wir leaden. Ich sehe Elevoltec nicht als Lead. Und wenn doch, dann werde ich auswechseln. Muss ich ja. Oder ich gehe direkt in Freddy Krüger. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder Mr. Burns am Anfang direkt. Ich glaube, Mr. Burns ist, glaube ich, dann doch das Beste, was ich machen kann. Achso, und good luck, Herr Vorn. So. Elevoltec. Okay, ich habe alles richtig gemacht. Alles gut. Es kann zwar den Eishieb, der auch sehr doll wehtun würde. Aber da hoffe ich mal, dass es jetzt nicht so passieren wird. Und ich werde... Das ist stärker. Heatwave. Ich werde direkt auf die Heatwave gehen. Einfach, damit wir schon mal ein bisschen Schaden rausbekommen gegen das Elevoltec. Vielleicht switcht er auch raus und predicted mein Switch. Oder er drückt den Volt Switch. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn er ein Spezielles spielen sollte. Und was sage ich? Heatwave trifft sowieso alles in seinem Team. Resistent, außer das Latias. Er geht auf Volt Switch tatsächlich. Er sieht, dass wir drin bleiben. Das heißt, er sieht auch, dass wir angreifen oder irgendwas jetzt machen. Und... ich hoffe natürlich, dass er irgendwie im Bibor rausgeht. Ich hoffe es sehr. Aber warum sollte er das tun? Das würde keinen Sinn ergeben. Katagami wäre natürlich Best-Case-Szenario für mich, aber das sehe ich nicht. Warum sollte er jetzt in Katagami gehen? Das wäre der reinste Selbstmord für Katagami. Vielleicht rechnet er auch mit der HP Ground und geht in Lati. Er geht in Donphan, okay. Wall to Mexico. Das ist allerdings okay. Das ist vollkommen okay. So. Wir haben die HP Ice. Wir können damit auch gut Schaden drücken. Er holt die Staff Rocks raus. Er sieht, dass wir die HP Ice haben. Und ich werde einfach sicherheitshalber nochmal auf HP Ice gehen. Denn sicher ist sicher. Wir wollen ja möglichst wenig Chip Damage haben. Er geht raus in Flogas. Okay, Flogas ist ja schon mal nicht so schön. Wir haben zwar, ich kann jetzt nicht einfach so auf Tohaido gehen, das kann ich jetzt nicht machen. Deswegen gehe ich raus in Freddy Krüger. Wir kriegen den Toxic ab, das ist nicht so schön.
Und ich block jetzt. Ich block jetzt eins seiner Pokémon bei mir rein. So, damit ist das Ding auch schon mal gefangen und wir können auch auf Toxic drücken. Warum blocke ich eigentlich immer die Toxic-Mons? Das ist echt nicht schön. So, Special Angriffsdrop und Latias ist toxinisiert. Das ist auch okay. Das ist auch vollkommen fein. So, vielleicht macht er jetzt irgendwas anderes, was mich nicht killt. Dann können wir uns nämlich hart hochheilen. Und danach würden wir halt durchs Gift vielleicht sterben. I don't know, wenn er uns noch angreift. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich von diesem Latias halten soll. Es sieht mir sehr, sehr gefährlich aus, auf jeden Fall. Und solange er dieses Katagami noch hat, kann ich auch nicht in Tohaido gehen. Und solange auch hier Elevoltec und Katagami kein Chip-Damage haben, kann ich das sowieso nicht machen. Ich möchte Tohaido jetzt nicht in den Selbstmord schicken, so in dem Sinne. Energy Ball, ja, ist okay. Und Crit. Aber es ist vollkommen okay. So, ich gehe raus in Luxtra. Luxtra ist auch vollkommen fein. So, dann werde ich jetzt einfach auf den Crunch drücken. Weil ich denke nicht, dass er weiß, dass ich Scarf bin. Ich denke das nicht. Dann kann ich einfach jetzt den Crunch raushauen. Weil ich werde auch nicht ganz bestimmt nicht auf einen Elektro-Attack gehen. Oh, er hat die Anti-Unlichtbeere. Das ist echt nicht schön. Draco kommt raus. Aber wir überleben den Draco noch. Das ist auch ganz schön zumindest. Er weiß jetzt auch so gesehen, dass wir Scarf sind. Geht raus in Elevoltec. Und wir können Elevoltec, ich denke, jetzt One-Hit rausnehmen, wenn er jetzt selber kein Scarfer ist. Dann können wir Elevoltec jetzt rausnehmen. Wenn nicht, ist er selber Scarf. Na gut, dann nicht. Ja, das ist jetzt schon wieder so ein kleines Problemchen für sich. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, Mr. Burns wäre hier noch die beste Möglichkeit, die ich habe. So, Pressure kommt. Das Gute ist, damit hat das Ding schon mal Chip Damage, den ich sehr gerne sehe. Ich werde jetzt einfach auf die Heat Wave gehen. Wall to Mexico. Okay, Wall to Mexico ist raus. Das ist auch schon mal sehr schön zu sehen, dass Zapdos einen Kill gemacht hat. Das gefällt mir jetzt allerdings wieder nicht so sehr. Und der Moonblast, den rieche ich so schon. Oder Toxic, na gut. So, die Frage ist, predicted er das jetzt? Frage ist predicted. Was haben wir? Z-Move haben wir den Ice-Z-Move. Okay. Ich muss es versuchen. Wenn er uns jetzt rausnimmt, dann ist das so und Moonblast kommt. Okay, nimmt uns raus. Schade. Okay, das heißt, wir müssen jetzt in Tohaido gehen. Müssen jetzt auf den Poison Jab auch gehen. Ich werde jetzt erstmal nur so auf Poison Jab gehen, weil er wahrscheinlich eh den Protect predicted. Oder soll ich auf Ich gehe auf Poison Jab. Oh, er bleibt drin. Nein, okay, scheiße. Ich bereue alles, was ich getan habe. Alles. Scheiße. Gut, ich glaube, damit haben wir verloren. Ich kann nichts anderes machen als Surfer. So. Damit ist das Ding weg. Elevoltec kann jetzt halt ohne Probleme reinkommen. T-Bolt killt nicht. Wir kriegen Elevoltec auch nochmal weg mit Aquana. Aber das wird uns halt auch nichts weiterbringen, weil jetzt kann Katagami ohne Probleme reinkommen. Aber ich glaube, das checken wir jetzt nochmal. Je nachdem, was er jetzt macht, checken wir das nochmal. Wenn nicht, dann ist sowieso RIP. So, Mr. Burns, Pressure. Night Slash, okay. 1%, wir überleben tatsächlich noch. Holy shit. Aber es bringt uns auch nichts mehr. Night Slash kommt, nimmt uns raus. Er bekommt den Angriffsboost. Und damit war es das gewesen. Ah, ich habe zu risky gespielt. Bei Florges. Ich habe zu risky gespielt. Das war mein großer Fehler. Und er drückt auf Return. Schade. Okay, wir haben 3-0 verloren, genau wie beim letzten Spieltag. Das ist schwierig, wir haben jetzt noch 2 Kämpfe vor uns. Ich will einen Win noch haben. Einen Win, zumindest einen Win. Mehr möchte ich nicht. Dann bin ich vollkommen fein mit der Liga. Also ich möchte nicht mit mit 10 verlorenen Kämpfen hier rausgehen. Das ist irgendwann echt deprimierend. Naja, gut. Ich würde, keine Ahnung. Ich habe wieder sehr, sehr schlecht gespielt und so. Allgemein, mein Team ist jetzt nicht so das Beste. Leider. Naja. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne positive Wetten da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Schauen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.